ich ihn ärgern? Alex? Ja? Du musst dein Plakat nochmal malen. Ich hab Mama hat einen entdeckt und du hast Kanada mit K geschrieben. Also bei den ersten. Da hast du alles auf Deutsch geschrieben? Ja, das sehe ich auch. Ich kann es nämlich lesen. Ich mach's normal. Lehrerin, Spielpartnerin und Organisatorin. In diesen Wochen müssen Eltern viele unterschiedliche Rollen einnehmen und manchmal alle gleichzeitig. So auch Jessica Laue. Sie ist alleinerziehende Mutter von Lea, Alexander und Andy. Normalerweise würden sie zu dieser Tageszeit in der Schule sitzen. Also ich bin über jedes Mal, wenn ich mal eine halbe Stunde rausgehen kann mit den Kindern, wo ich sage, lauf vor mir. Jed plus, lass mich in Ruhe, bin ich froh, weil ich dann sage, mal kurz, kein Schulstress, nichts, wir laufen jetzt mal kurz und dann. Das ist ein Pulverfass, auf dem wir halt sitzen, aber ich denke, das geht nicht nur mir so, das geht fast allen Eltern so, die ihre Kinder zu Hause unterrichten dürfen. Davor hatte ich eigentlich nicht gedacht, mir fehlt wirklich die Schule, weil ich finde dieses hier aufeinander klucken, das wird langsam ganz schön anstrengend, sag ich mal, weil man ist halt auch viel schneller gereizt und so, weil man halt eigentlich den ganzen Tag gemeinsam ist und Freunde fehlen einem, weil so war man halt fast den ganzen Tag dann halt draußen meistens und hat so mit Freunden gespielt und so, sie persönlich gesehen und jetzt ist es so ein nur noch Schreiben und so. Hinzu kommen die finanziellen Sorgen. Jessica Laue ist arbeitslos und erhält Hartz IV. Mit Kindergeld und Unterhaltszahlung stehen ihr im Monat etwas mehr als 1.700 Euro zur Verfügung. Davon muss sie die Miete, Strom, Essen und Kleidung bezahlen. Die belasten mich jetzt schon, weil ich jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlage, was meine Stromrechnung und alles angeht. Wo ich sage, Leute, ich habe jetzt immer 30 Euro im Monat gezahlt. Aber es war auch nie jemand zu Hause. Also wir waren den ganzen Tag nicht da. Jetzt hängen wir die ganze Zeit hier. Es laufen derzeit zwei Laptops gleichzeitig. Ein Drucker läuft die ganze Zeit. Die Handys müssen permanent aufgeladen werden, weil sie auch übers Handy arbeiten. Wo ich sage, das ist jetzt schon für mich eine Belastung, nur dieses. Was kommt da für eine Rechnung und wie bezahle ich die dann? Anstatt 25 Euro gibt Jessica Laue nun 150 Euro pro Woche für Einkäufe im Supermarkt aus, sagt sie. Mein Einkauf mittlerweile ist so teuer geworden, halt einfach, weil ich muss mich in der Woche hier mit den Kindern mitversorgen. Ist vorher komplett weggefallen, weil wir sind in die Arche essen gegangen. Die Kinder haben teilweise in der Schule gegessen und das musste ich ja nicht extra bezahlen. Für Kinder wie Lea und Alexander, 8 und 13 Jahre alt, sieht der Hartz-IV-Satz pro Tag für Essen und Trinken 4,15 Euro vor. Damit müssen viele Familien im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf auskommen. Rund 30% der Kinder leben hier in sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. In ganz Deutschland sind es 1,5 Millionen Kinder. Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Und die Zahl armer oder von Armut bedrohter Kinder und Jugendlicher nimmt in Deutschland seit Jahren zu. Etwas Unterstützung erhalten die betroffenen Kinder von der Hilfsorganisation Die Arche. Wir haben natürlich das Problem als Arche, dass wir schließen mussten, so wie alle Horte oder Schulen geschlossen sind. Das heißt, jetzt kommen die Kinder nicht mehr zu uns und die Eltern, sondern wir müssen die Lebensmittel, das Essen zu ihnen nach Hause bringen und nicht nur die Kinder versorgen, sondern auch die Familien. Und dadurch ist der Aufwand natürlich dreimal so hoch wie vorher. Bernd Siegelko hat vor über 25 Jahren das christliche Kinder- und Jugendwerk in Berlin gegründet. Zu normalen Zeiten besuchen deutschlandweit etwa 4.500 Kinder pro Tag die Arche-Einrichtungen. Diese Betreuung fehlt den Kindern nun. Bernd Siegelko beobachtet, dass viele Mütter und Väter mit ihren Kindern überfordert sind. Die Aggression steigt, die Wut steigt und man weiß nicht, wo man damit hingehen soll. Und wir müssen in letzter Zeit ziemlich häufig schlichten. Telefonanrufe und WhatsApp-Nachrichten müssen den fehlenden persönlichen Kontakt auffangen. Und wenn man zu ihnen nach Hause geht, man hat 15 Minuten Zeit an der Tür, um alle Familien zu bearbeiten sozusagen. Das ist ganz doof. Normalerweise sind wir 4-5 Stunden. Die Kinder nehmen uns bei der Begrüßung in den Arm und das brauchen sie auch. Und da sind schon ganz viele Tränen geflossen in den ersten Wochen, weil wir ihnen sagen müssen, ihr müsst Abstand halten. Ich war gestern in einer Familie, wo das Kind seit Tagen nicht mehr redet und mit mir hat sie immer geredet und ich war dann an der Tür und sie hat mich angestrahlt, hat aber kein Wort gesprochen, ging sofort zurück ins Wohnzimmer, um Fernsehen zu gucken und sie sitzt tatsächlich seit 6 Wochen ununterbrochen am Fernseher, die kann gar nicht mehr reden. Konserven, Nudeln und Eier. Alles wird von den Familien dringend gebraucht. Täglich sortieren die Mitarbeiter nun die gespendeten Lebensmittel im Lager der Arche. Ist das die, nee, nicht mehr dem Wachkoma? Die Frau Besthorn, ihr Familienbetreuer, hat ihr was gegeben? Ja. Und so viele neue Anfragen.
Neben den Lebensmitteln bringt der studierte Pastor den Kindern gespendete Legos, Puppen und Brettspiele. Mit kleinen Aufgaben und Spielen wollen die Arche-Mitarbeiter die Eltern dazu animieren, mit den Kindern so viel wie möglich zu unternehmen. Wir lassen sie Steine bemalen manchmal. Einfach ganz einfache, dumme Sachen, sag ich mal, die die Kinder bei Laune halten und auch die Eltern. Und mittlerweile machen die Eltern mit den Kindern viel gemeinsam, was sie vorher nicht gemacht haben. Das ist die Chance dieser Krise. Bis zu 200 Besuche schaffen Bernd Siegelko und sein Team wöchentlich in Berlin. Auch Familie Laue steht heute auf der Besuchsliste. Ich höre euch schon. Alexander hatte diese Woche Geburtstag. Ein Geschenk konnte seine Mutter ihm in diesem Jahr nicht besorgen. Weder die Zeit noch das Geld haben dafür gereicht. Umso größer ist die Freude, dass die Arche einspringen konnte. Ich versuche das Beste für meine Kinder. Ich weiß, dass ich bestimmt nicht immer alles richtig mache, bestimmt auch nicht immer so, wie sie es gern hätten. Aber ich tue mein Bestes für sie und hoffe, dass sie es später einsehen, dass Mama nur das Beste wollte. Familie Laue hofft nun auf die Sommerferien, dass dann vielleicht wieder ein Urlaub mit Unterstützung der Arche möglich ist, um einmal für kurze Zeit herauszukommen aus dem Corona-Alltag, der kleinen Wohnung und der Plattenbausiedlung.